Heute sind wir im Haus Auensee, wie erwähnt. Wir sind mit The Dark Tenor unterwegs. Es ist ein relativ junger Crossover-Künstler aus Berlin. In das Projekt bin ich reingekommen durch Stefan Aue, tatsächlich guter Kollege von mir, arbeitet bei Ambien. Und das hat sich letztes Jahr ergeben. Da habe ich ihn vertreten und dann hat es irgendwie sehr gut zusammengepasst. Und so kam es, dass ich jetzt diese Tour mitfahre. Das Design, was wir hier haben, ist auch von Stefan Aue designt worden. Die Besonderheit an unserer Produktion hier ist, dass wir tatsächlich mit erstmal wenig Budget klarkommen müssen, wenig Truckspace haben. Faktisch gesehen haben wir eigentlich nur einen Nightliner-Anhänger und einen Sprinter, der jetzt dazugekommen ist. Und wir müssen versuchen, mit möglichst wenig Ressourcen möglichst viel rauszuholen. Das heißt, eigentlich müssen wir sehr effektiv sein. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Wir haben kleine Lampen dabei, wir haben ein sehr schnell aufbaubares Setup uns ausgedacht, weil ich auch alleine bin als Lichtmann. Es ist kein Techniker mehr dabei. Die Jungs helfen mir hier sehr gut tatsächlich. Also Flo, der Backliner, vor allem hilft mir in der Anfangsphase immer. Wir haben Traverse dabei, die muss irgendwie aufgetippt werden. Mive und ich am FOH sind hier ein sehr gutes Team, weil Mive mir sehr gut unter die Arme greift, was das angeht. Ja, das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Was zu unserem sehr effektiven Setup tatsächlich dazugehört, sind diese Magic Dot Nachbauten hier. Eigentlich ursprünglich hat Erten die mal erfunden. Die haben sehr viele lustige fancy Effekte, Effektlampen und unter anderem diesen Magic Dot. Und wir haben jetzt aber nicht das Original dabei, weil Ambien hat sich dazu entschieden, den Nachbau von Elation zu kaufen. Und die machen sehr viel Spaß, die sind sehr hell, die sind vor allem sehr schnell. Damit kann man gute Bilder bauen. Dann haben wir, was wir auch noch dabei haben, sind die neuen Atomic LED von Martin, die sehr hell sind. Also das ist der hellste Strobe, den ich kenne. Und man kann ihn sehr gut als Highlighter benutzen für irgendwelche Drum-Solos oder für... Wir haben sehr tiefe Stand-Toms, die wirklich richtig gut scheppern auf Deutsch. Und da macht es wirklich Spaß, Highlights mit diesen Lampen zu setzen. Wir können natürlich auch stroben. Was ich sehr gerne mag, ist Gassenlicht, weil das lässt alles ziemlich plastisch wirken auf der Bühne. Deswegen habe ich hier links und rechts so zwei Dollys. Da sind einfach vier SGM P2 mit Torblende eingebaut. Wovon ich immer versuche, eine vordere Ebene zu schaffen, auf der sich der Hauptkünstler und die Celli bewegen und eine hintere Ebene mit der Percussion, dem Drumset und dem Keyboards. Das ist eigentlich alles, was wir dabei haben an Lampen. Was wir an Specials noch dabei haben, das ist, kann ich auch kurz zeigen, wir haben hinten ja dieses Orgelset, also das sind so aus PVC-Rohren zusammengebaute Orgeln, die sich der Künstler ausgedacht hat sogar. Das heißt, die Idee kam gar nicht von uns, sondern eben von dem Künstler selbst. Dahinter haben wir Nebelmaschinen stehen, die mit wiederum PVC-Rohren an die mittleren Orgelpfeifen angeschlossen sind. Das kann ich hier kurz zeigen. Da kommt dann Nebel oben raus. Das ist während der Show ein sehr schöner Effekt. Das hat so ein bisschen was von, wir nennen das Apokalypsen-Orgel. Erinnert uns irgendwie so ein bisschen an den Herr der Ringe und ist ganz lustig. Zusätzlich haben wir vorne noch die Ego-Riser, die sich unser Sänger auch immer gewünscht hat. Da sind Vertikalnebelmaschinen drin. Die sehen so aus. Und neu ist jetzt, dass wir, das sind die Ego-Boxen von Sunrise Avenue. Die haben wir denen quasi geklaut und haben die gleichen Sensoren benutzt. Da sind Näherungssensoren drin, die sind oben markiert. Da kann der Künstler sich draufstellen und selber steuern, wann diese Nebelmaschinen ihn anpusten von unten. Und das macht der Tenor auch sehr gerne. Also da hat er wirklich auch Spaß dran. Was wir immer dann uns noch lokal bestellen, weil wir halt eben mit geringen Budgets und auch wenig Truckspace arbeiten müssen, ist alles, was im Dach hängt. Also das bestellen wir uns dann lokal. Das ist in der Regel immer einfach nur eine Mischung aus Spot Wash in der Backtrass. Und in der Front haben wir dann meistens auch noch Washes,
Und eben Profiler. Ich versuche immer noch die einzelnen Single-Positionen zu leuchten, so wie das Drumset oder eben auch den Center-Vocal. Und was dann immer noch relativ wichtig ist, auf jeden Fall, ist das Keyboard. Das ist das, was wir uns lokal bestellen. Auch nicht viel. Damit müssen wir klarkommen, aber das funktioniert auch sehr gut. Das ist eine sehr gute Ergänzung zu unserem Tourset auf jeden Fall. Ich habe auch mit der Hock angefangen. Das ist tatsächlich so ein... Ja, Ambien hat sehr viele Hocks und die meisten Leute, die da Lichtkonsolen bedienen, benutzen auch die Hock. Ich habe dann irgendwann, als die Grandma 2 rauskam, mir das auch mal angeguckt und ich glaube, es war so zu der Milky Chance Zeit, 2015, die erste Tour habe ich auch noch mit einer Hock gemacht und 2015 hatte ich dann eine Grandma-Schulung, weil man natürlich bei Ambien auch dahinter ist und versucht, die Leute auf alle Pulte zu schulen, die so gängig sind. Und dann habe ich halt 2015 gesagt, dann möchte ich doch bitte auch mit einer Grandma auf Tour gehen, weil meine Schulung war kurz vorher. Und wenn ich dann nicht damit auf Tour gegangen wäre, hätte ich alles wieder vergessen. Deshalb bin ich dann mit der Grandma auf Tour gegangen und habe mich halt in das Pult reingefuchst. Und mittlerweile benutze ich das lieber, ja doch, eigentlich lieber. Und man ist da bei Ambien relativ frei. Also ich konnte eigentlich immer sagen, ich möchte gerne auf dem MA-System bleiben. Und der Vorteil daran ist, die Pulte sind meistens eher zugänglich als Hocks, weil Ambien eher hock-affine Leute arbeiten. Ich habe dann irgendwann mal mir gedacht, dass das Pult mir persönlich mehr Möglichkeiten bietet, weil ich so ein kleines bisschen, ich versuche halt immer technisch gerne Sachen rauszukitzeln. Ich bin, wie gesagt, sehr technikaffin. Das bietet mir diese Plattform halt einfach sehr gut. Jetzt ist es so, normalerweise bin ich mit einer Grandma 2 Lite unterwegs. Jetzt haben wir auf der Tour eine Grandma 2 on PC. Das ist auch wieder dem Umstand geschuldet, dass wir wenig Truckspace haben. Genau, da ist ein Command Wing dabei, der Computer, das ist der Bildschirm gleichzeitig und ein Fader Wing. Damit komme ich sehr gut zurecht. Ich muss hier und da nochmal umdenken. Gerade Arbeitsschritte dauern bei mir jetzt auf der On-PC durch die Umstellung manchmal ein bisschen länger. Aber jetzt, ich glaube, es ist heute die 5. oder 6. Show, funktioniert das schon sehr gut. Teils. Ich habe mir überlegt, dass es der Musik sehr zuträglich ist, wenn man Highlights hat, die auf jeden Fall sitzen, weil da viel mit Drums passiert. Da ich zwar selber auch relativ tight drücken kann, aber eben nicht nebenläufig tight drücken kann, benutze ich halt Timecode und habe mir Timecode zunutze gemacht. Dazu haben wir uns ein ganz lustiges Setup ausgedacht. Und zwar schickt der Keyboarder Backing-Tracks und unter anderem eben auch den Timecode direkt in ein Dante-Netzwerk. Also in ein Audio-Dante-Netzwerk. Ich befinde mich mit meinem MacBook auch in diesem Dante-Netzwerk und recorde die Shows mit zum Programmieren. Ich recorde den Timecode mit, ich bekomme den Click-Track und eben den Mix von unserem Tonmann Miwe. Gleichzeitig, das benutze ich nur zum Programmieren. Gleichzeitig während der Show bekomme ich auf meine In-Ears den Click-Track und den Mix und das Pult bekommt den Timecode von der Bühne. Ausgespielt von dem Front of House Tonpult. Wenn ich jetzt programmieren möchte, dann ist das ziemlich einfach. Dann stellt man am Tonpult einfach mit zwei Schaltern kurz ein Setup um. Und dann, wenn ich dann von meinem Logic aus, von meinem MacBook aus abspiele, dann hat man quasi die Inputs gedreht. Das heißt, dann bekommt mein Pult den LTC von meinem MacBook und auf meinem In-Ear kommt dann auch der Mix, den ich recorded habe, der von meinem MacBook kommt. Und dann kann ich programmieren und bin völlig autark von dem, was gerade auf der Bühne passiert. Das macht man natürlich, also während dem Soundcheck ist das sehr hilfreich, weil die proben irgendeinen Song, den ich gar nicht mehr programmieren muss, dann mache ich halt einfach was anderes. Grundsätzlich, was ich auch gemacht habe, ist, wir haben diese Sensoren von Sunless Avenue, wie gesagt, die sind aber erstmal nur analog und die Grandma 2 bietet die Möglichkeit an, hinten analoge Inputs zu benutzen, um Sachen zu triggern. Jetzt ist es aber so, wir haben uns relativ früh im Vorfeld überlegt, Miwe und ich. Miwe legt sowieso jeden Tag eine Glasfaser nach vorne für sein Audionetzwerk. Warum sollen wir noch ein zweites Kabel dazulegen? Ich schicke Artnet über dieses Kabel mit, über dieses Audionetzwerk. Und jetzt hatte ich nicht so richtig die Motivation, extra für die Sensoren nochmal ein analoges Kabel nach vorne zu legen. Und
haben wir deshalb mit einem Arduino einen kleinen Apparat gebaut, der das analoge Signal der Sensoren interpretiert und mir über Artnet zurückschickt. Und dann kann ich in meinem Pult-Setup dieses Artnet-Signal als Trigger benutzen. Das macht es ein bisschen einfacher.